Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Die Elder Scrolls Online. Ja, hinter mir befindet sich ein Schreiben an die Großmeisterin. Das dürft ihr euch auch gerne durchlesen, wenn ihr das möchtet. Und zwar geht es um Ödfels. Da sind wir jetzt gerade aktuell. Und ich würde sagen, dass ich den Basti mal kurz ausschalte, weil der mag das überhaupt nicht, wenn man irgendwelche Sachen stiehlt. Und ich bin ja so eine kleine Meisterdiebin hier. Deswegen walte ich mal meines Amtes und nehme noch ein paar Sachen mit. Hier können wir auch noch was lesen. So, hier oben ist, glaube ich, doch da hinten ist noch was. Das können wir auch noch mitnehmen. Und war das hier unten Fleisch? Ja, es war Fleisch. Ja, dann holen wir Basti mal wieder zurück, weil dann können wir nämlich mit ihr sprechen und die Quest beginnen. Ich habe nur wenig zuverlässige Unterstützung und ich könnte fähige Hilfe gebrauchen. Jemanden wie euch. Wie kam ich hierher? Ein Einwohner hat euch am Strand angeschwemmt gefunden. Er brachte euch zurück ins Dorf. Es ist ein Wunder, dass ihr überlebt habt. Und was nun? Euch hat Holzgar also aus dem Wasser gezogen. Gut, dass ihr bei Kräften seid. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Ja, das ist toll, aber ich habe gesagt, was nun? Ihr wolltet mich sprechen? Ihr habt schon einmal gekämpft und ich brauche jetzt jede Hilfe, die ich bekommen kann. Viele Dorfbewohner sind über die ganze Insel verstreut. Wir müssen sie warnen. Sie warnen? Wieso? Wir haben ein Schiff vor der Küste gesehen. Ich habe meine Truppen losgeschickt, sich das näher anzusehen. Falls es sich um die Vorhut einer Invasion handelt, nun, dann müssen wir evakuieren. Wo soll ich mit der Suche beginnen? Die Bewohner von Ödfels sind über die ganze Insel verstreut. Dartsch, der Jäger, ging zum Himmelsschleier Hügelgrab. Ayman ist zusammen mit seiner Schwester Rolunda draußen bei Orkays Höhle. Zeyne, mein Feldwebel, sollte sich bei Hotzins Torheit befinden. Was ist das Himmelsschleier Hügelgrab? Es handelt sich um einen alten Drachenschrein, ein Relikt aus den Drachenkriegen. Einige Dorfbewohner behaupten, sie hätten da draußen Untote gesehen. Ich habe Dartsch losgeschickt, das zu überprüfen. Erzählt mir mehr von Orkays Höhe. Die Einheimischen behaupten, dass es dort spukt. Sie machen eine Mutprobe daraus, eine Nacht in der Höhle zu verbringen. Ein verrückter Brauch, aber harmlos. Hotzins Torheit? Was ist das? Es handelt sich um eine verlassene Mine. Eine Familie kam aus Steinfälle hierher, um sie zu betreiben. Gerüchten zufolge waren sie Anhänger der Dädra. Banditen haben neuerdings Interesse an diesem Ort und wir müssen herausfinden, warum. Okay, dann fangen wir mal mit dem ersten an. Ich möchte aber nicht nochmal wissen, was das ist. Es handelt sich um einen alten Drachenschrein, ein Relikt aus den Drachen. Ich werde am Himmelsschleierhügelgrab beginnen. Ich danke euch, meine Freundin. Wenn ihr Dartsch gefunden habt, sucht weiter. Je mehr Dorfbewohner ihr hierher zurückbringen könnt, desto besser für uns. Darf ich euch ein paar Fragen stellen? Ich werde sagen, was ich weiß. Hauptmann Tirani hat dafür gesorgt, dass die Dorfbewohner mich für eine verwirrte Netchkuh halten. Aber eigentlich bin ich schon ein bisschen schlauer. Wie seid ihr hier gelandet? Ihr meint, warum ich in diesem Kaff stationiert bin? Ich habe eine voreilige Entscheidung getroffen. Eine schlechte. Soldaten starben. Ich habe meine Lektion gelernt. Jetzt handle ich nicht mehr ohne Beweise. Was hat Tirani gegen euch? Ich habe ihr die Position weggenommen. Ihr habt sie auf dem Dorfplatz bestimmt schon deswegen schimpfen gehört. Nö. Es ist albern, aber was soll ich tun? Jedes Mal, wenn ich auf sie zugehe, weist sie mich zurück. Wie kann ich sie denn auf dem Dorfplatz schimpfen hören, wenn ich gerade eben noch in Kalthafen gewesen bin, dann durch den Stein nach hier teleportiert worden bin, also beziehungsweise aus der Höhle raus von der Zuflucht, und sie sogar noch sagt, ich bin irgendwo im Wasser aufgefunden worden. Leute, das ist ein Logikfehler. Na gut, direkt vor ihrer Nase möchte ich jetzt hier nicht klauen. Hier gibt es aber auf jeden Fall noch was zu lesen. Und auch noch ein paar andere Sachen. Das heißt, wir werden Basti wegtun. Und mal ein paar Sachen mitnehmen. Ich
So, hier gibt es auch noch was zu lesen. So. Ja, okay, jetzt hätte ich das auch noch mitnehmen können, aber egal, Basti ist schon auf dem Weg. Und wir müssen am besten mal anmachen. Es sieht hier aber nicht so schlimm aus, wie ich es in Erinnerung hatte. Müssen wir mal trotzdem mal gucken, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Neubeginn auf Ödfels. Ja, das habe ich angefangen. Aber wo ist jetzt. Ach so, da hinten. Raus und rechts rum. Okay. Da müssen wir hin. Den nehmen wir natürlich mit. Und alles, was rot ist, nehmen wir natürlich auch gerne mit. So. Dann schauen wir mal. Irgendwo hier in der Richtung muss es sein. Jari. Hi. Hallo. Hier. Könnt ihr mit der Waffe umgehen, meine Freundin? Ich brauche eure Hilfe. Erzählt mir einfach, was los ist. Es gibt hier einen Nekromanten, aber ich kann ihn nicht finden. Er muss in den Katakomben unter dem Schrein sein. Das ist die einzige Möglichkeit. Etwas muss mit diesen Untoten geschehen. Wie kann ich helfen? Die Toten wandeln am Himmelsschleier. Aus dem Schrein strömt eine dunkle Kraft hervor, doch seine Tür ist verschlossen. In den Geschichten der Skalden hat jeder Drachenschrein einen Priester. Wenn wir mit dem Priester vom Himmelsschleier sprechen könnten, könnte er uns sagen, wie man hineinkommt. Ich soll mit seinem Geist sprechen, meint ihr? So, Shorville, ja. Ich habe einen Beutel Weihrauch als Opfergabe mitgebracht. Die Knochenmänner haben mich erwischt, bevor ich das Ritual durchführen konnte. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Was sagt ihr dazu? Gebt mir den Beutel. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück an dem Schrein, als ich es hatte. Gebt auf euch Acht. Was könnt ihr mir über das Himmelsschleier-Hügelgrab erzählen? Dieses Hügelgrab existiert schon seit Ewigkeiten. Man sagt, es sei von Anhängern des Drachenkults errichtet worden. Ebenso wie ähnliche Schreine auf dem Festland. Hat denn nie jemand versucht, hineinzugelangen? Ein paar Leute haben es versucht, meist Jugendliche. Bis vor kurzem wurde dieser Ort vom Staub und der einen oder anderen Frostbispinne heimgesucht. Jetzt erheben sich Skelette aus ihren Gräbern. Etwas hat sich verändert. Okay, das heißt, ach, das war. Ja, ich kann mich daran erinnern. Irgendwo hier oben ist noch die Scherbe, die würde ich mir gerne mal eben holen. Ne, ich will nicht den Fackelkäfer, ich will die Scherbe. Ich meine, den Fackelkäfer nehme ich auch gerne, aber. Wobei wir theoretischerweise eh nach hier, glaube ich, wieder kommen würden, wenn wir fertig sind. So, guten Tag oder auch nicht. Ach nee, das ist tiefer, okay. Hallöchen. Oh, das ist ein Bogenschütze, schade. Ich dachte, ich habe hier gerade so eine schöne Position. Und es ist ein Bogenschütze. So, einmal Feuerschale, bitte. Abschaum! Ihr wagt es, mich herbeizurufen? Ich benötige eure Hilfe, Geist. Wie kann ich das Hügelgrab betreten? Habt ihr überhaupt eine Vorstellung davon, über wie viel Macht ich einst verfügte? Nö. Warum sollte ich euch bei irgendetwas behilflich sein? Jemand hat euren Schrein entweiht. Ja, ich kann es wahrnehmen. Irgendein Wurm hat diesen Ort geschändet. Ihr seid nun mein fleischgewordener Wille, Sterbliche. Betretet das Hügelgrab und tötet diesen Wurm. Das werde ich. Wie kann ich in das Hügelgrab gelangen? Das wisst ihr nicht? Es gab Zeiten, da kannte jeder das Ritual.
Drei Runensteine öffnen die Tür. Sie werden an den vorgesehenen Positionen um den Schrein herum aufgestellt. Findet sie und platziert sie auf ihren Sockeln vor der Tür. Dann wird euch Zutritt gewährt. Geht jetzt. Okay, aber ich bin gerade am Überlegen. Irgendwo hier muss doch noch einer sein, wenn ich in die Richtung... Achso, das ist der da oben dann. Ja gut, dann gehen wir erstmal. Du siehst mich nicht, denn ich reite geschwind wie der Wind. Und halte nur an, wenn ich etwas Rotes sehe, was ich da mitnehmen möchte. So, kommen wir hier hoch? Ja, hier kommen wir hoch. Sehr schön. Du siehst mich nicht. Ich bin nur ein Produkt deiner Fantasie. Runenstein der Schlange. Jetzt kommt er wieder, oder was? Will er mich veräppeln? Du siehst mich trotzdem nicht, weil ich von hinten geflogen komme. Voller Wonne. Irgendwie stehe ich hier gerade auf dem Falschen drauf. Da kann ich ja noch 20 Mal auf die Taste drücken, wenn ich auf dem Falschen stehe. Hallo. Runenstein des Wals. Meinen Lieblingswassertier. Sag mal, mach doch keinen Blödsinn hier. Wir müssen weiter. So, dann müssen wir noch den dritten holen. Auf der gegenüberliegenden Seite. Tschüss. Na komm schon. Der Tag wird unser sein. Och komm, ich hab den doch gerade gehabt. Was soll der Blödsinn? So. Braucht mir gar nicht hinterher zu laufen. Da ist überhaupt gar keine Notwendigkeit für. So, wo müssen wir die? Hier vorne. Einmal. Adler. Wal. Und Schlange. Hereinspaziert ins Hügelgrab. Guten Tag. Ich stehe noch einmal im Zentrum meiner Macht. Ich bin ein Gespenst, ein bloßer Schatten, gezwungen zuzusehen, wie ein Nekromant meinen Körper schändet. Tötet ihn! Jawohl. Machen wir. Wo ist er denn? Nee, du bist der Typ, oder? Bezwingen. Entschuldigung, du warst der Typ. So, benutzen. Ihr habt euren Zweck erfüllt. Gut gemacht, Würm. Hat er am Ende gesagt, du dumm oder was? Irgendwie habe ich gerade sowas verstanden. Oder mein Junge, keine Ahnung. So, Schriftrolle der Verbannung. Könnt ihr euch gerne durchlesen? Achso, ich muss mit dem Jäger nochmal sprechen, genau. Bin ich hier gerade völlig verwirrt. Ich weiß gar nicht mehr, jetzt ist hier gar keiner mehr da und es liegt auch nichts mehr. Ach, jetzt sind sie alle gelb, genau. Daran kann ich mich noch erinnern, zumindest jetzt, wo ich die gerade so sehe. Die Untoten sind fort. Was habt ihr getan? Ich habe Beweise gefunden, dass ein Nekromant mit dem Bündnis zusammengearbeitet hat. Das Bündnis? Hier? Trollblut! Ich muss das Dorf warnen. Ich gehe zurück. Seht nach, ob ihr noch andere Dorfbewohner auf der Insel finden könnt. Vielleicht müssen wir sie bald evakuieren. Hallo? Und wir haben Darges, keine Ahnung, Schild bekommen von Rüstung des Auszubildenden. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Milchtrinker ihre gemütlichen Tavernen verlassen, um hier herunterzukommen. Dann muss ich diese Wunde versorgen lassen. Ich werde meinen Schwertarm brauchen. Ja, ein Schwertarm ist immer gut. Was nun? Wenn dieser Nekromant für das Bündnis gearbeitet hat, dann sind wir alle in Gefahr. Ich muss zurück ins Dorf und unsere Verteidigung vorbereiten.
Ihr müsst die Insel nach den Dorfbewohnern absuchen und sie zurück ins Dorf schicken. Viel Glück. Ach so, halt. Ich habe den Satz nicht mehr gelesen. Es tut mir leid, ich war etwas zu schnell mit dem Tippen. Ich hoffe, ihr habt jetzt den Satz noch lesen können. Wir... Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, optional, sagt Hauptmann Rana, dass sie früher mit der Evakuierung beginnen soll. Findet die Einheimischen Vermissten. Ich kann ja nicht reiten, hallo? Ach so, was ich eben noch gesagt sagen wollte, so rum. Jetzt, wo die hier gelb sind, ist das sogar doppelt gut, weil... ich glaube, der Hauptausgang war links, oder? Weil hier nämlich auch öfter mal Karten sind, die man holen muss, also Fundberichte. Dann ist es natürlich immer gut, wenn dann entsprechend... Bin ich jetzt richtig? Doch, im Endeffekt ja, wenn ich da runterspringe. Wenn dann entsprechend die Leute hier, ja, ein wohlgesonnen sind. So. Das wollte ich jetzt noch sagen. Ich bin gerade ein bisschen daneben, ich merke schon. Weil die Quest auf einmal so schnell vorbei war und ich irgendwie in Erinnerung hatte, dass sie noch was länger dauert. So, dich hier links können wir im Moment noch nicht beachten, weil wir machen, wie gesagt, erstmal die Hauptstory immer durch von den einzelnen Gebieten und danach kümmern wir uns dann um die Nebenquests. So, die dürfte jetzt noch oben was, glaube ich, drin sein, ne? Ne, sie ist jetzt unten und hat was Neues zu lesen dabei. Ranas Tagebuch. Oh, jetzt fühle ich mich aber nicht so. Tagebücher soll man doch nicht lesen. So, Rana. Ich bereite das Dorf auf die Evakuierung vor. Findet so viele Dorfbewohner, wie ihr könnt und schickt sie hierher. Okay, ich werde weitersuchen. Ich danke euch. Seid vorsichtig da draußen. Er hat gesagt, ich soll ihr sagen. Hier, sagt Hauptmann Rana, dass sie früher mit der Evakuierung beginnen soll. Sind die doof? Das heißt aber, dass wir die anderen einfach im Stich lassen. Das machen wir natürlich nicht. So. Sucht am Wegschrein nach den Vermissten. Okay, zum Wegschrein können wir noch reiten. Drum, drum, drum. Ich hoffe, ich reite jetzt richtig. Doch, da oben bin ich. Okay. Bin ich doch richtig? Ein Benediktenkraut. Ich hab dich vermisst. Du bist ein Vermisster. Bist du jetzt der Vermisste hier? Oder die Vermisste? Ja, ne? Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil ich denke mal, dass der nächste Teil dann doch ein bisschen länger dauern wird. Ich weiß nicht mehr so. Ich habe es nicht mehr so richtig in Erinnerung mit Ödfels, weil ich gebe zu, Ödfels habe ich mit den Twins selten gemacht. Ich habe eher so die größeren Gebiete durchgequestet bisher. Ja, dann danke ich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.